Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute habe ich mir was ganz Besonderes mal ausgedacht. Letztens war ich bei mir zufälligerweise einfach mal im Rewe einkaufen gewesen und dann habe ich auf einmal so in der Getränkeabteilung verschiedenste Dinge gesehen und surprise, das ist daraus rumgekommen. Ja, Deutsch fängt ja schon wieder gut an. Ich habe mir die verschiedensten Erfrischungsgetränke gegönnt. Logischerweise ist auf keiner dieser Marken Product Placement oder sonst irgendwas oder Werbung. Es ist alles aus meiner eigenen Tasche bezahlt, keine Kooperation etc. etc. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Tatsächlich ist hier keine normale Fanta dabei, auch wenn die hier so aussieht. Keine Ahnung, ist aber keine normale Fanta. Eine kennen wir ja auf jeden Fall schon, die gute alte Chupa Chups Orangenlimonade. Liegt vielleicht daran durch den einen Snackbox. Aber natürlich habe ich gedacht, wenn, dann probieren wir die heute auch nochmal. Das Video ist ja leider nicht mehr online. Aber bevor ich jetzt weiter rumschnagge hier, ne, würde ich sagen, legen wir los. Und ich zauber mir erstmal hier ein schönes Glas hin. Das ging einfach. Natürlich zu einem schönen Getränke-Review kann ja nur ein schönes, edles Glas dabei helfen, Geschmäcker perfektionieren. Ich habe mir noch gar nicht genau überlegt, mit welchem ich jetzt anfangen soll. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Getränke dabei, wo ich absolut noch gar keine Ahnung habe, was das sein soll. Das ist übrigens die einzige Flasche, alles andere, wie man sieht, sind halt Dosen. Ich bin ja auch schon wieder, ich bin so schlau. Ja, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich einfach mal mit dem Chupa Chups Limonaden an, weil die kennen wir bereits schon. Also, let's go! So, da haben wir jetzt die zwei Chupa Chups Limonaden. Wir haben einmal hier Orangen-Flavor und einmal Grape-Flavor, würde ich aber eher als Traube bezeichnen. Ich würde aber jetzt sagen, wir fangen mit dem Orange an. Das ist ja auch der, den wir schon kennen. Deswegen, ich liebe dieses Geräusch. Ich weiß auf jeden Fall, heute den Tag werde ich noch verdammt viel trinken. So, wir haben hier eine schöne, drübe, helle Orangenlimonade. Was laber ich da eigentlich schon wieder? Ich tue so, als wäre ich total der Geschmackstester, obwohl ich gar keine Ahnung habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Orange Chupa Chups Limonade einfach geil finde. Wie schon gesagt, ich liebe diese Limonade. Ist einfach die beste Orangenlimonade, die ich bis jetzt getrunken habe. Einfach aus dem Grunde, weil sie halt relativ mild ist. Die ist nicht zu extrem süß, hat einen schönen Orangengeschmack. Aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, es ist Saft. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, die Orangenlimonade von Chupa Chups zu bekommen, holt euch sie. Ich finde die einfach geil, ganz ehrlich. So, das war jetzt die schöne, leckere Orangenlimonade. Hier ein bisschen sieht man sie noch im Bild. Hierauf bin ich jetzt gespannt. Crab Flavor, ich würde eher halt bezeichnen, das ist halt eine Traube. Und es hat auch Sparkling. Ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen. Naja, dann probieren wir es einfach mal. Interessanter Duft auf jeden Fall. Ich kann natürlich logischerweise nichts drauf lesen. Ist alles halt nicht deutsch. Okay, okay, das hat nämlich mal eine geile, geile Farbe. Es ist halt einfach so eine Mischung aus Rosa und Lila direkt. Alter. Der Duft kommt mir wahnsinnig bekannt vor, aber jetzt nicht von Lutscherlutschen, von Chupa Chups, aber es müsste wirklich Traube sein. Probieren wir einfach mal. Wow. Warte mal. Interessant auf jeden Fall. Im ersten Moment ist es so ein bisschen säuerlicher Geschmack. Es ist auf jeden Fall Traube. Und dann geht es halt wirklich einen süßen Geschmack über. Aber holy moly, Chupa Chups, ihr könnt nicht nur Lutscher herstellen, sondern auch geile Limonade.
Dies ist keine bezahlte Werbung für Chupa Chups. Also, wenn ihr irgendwie mal von Chupa Chups eine Limonade seht, ey, ich kann es wirklich nur empfehlen, die sind wirklich lecker. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, gleich wird mein Magen voll sein bis zum geht nicht mehr. Naja, also Brust und Stößchen auf Chupa Chups. Weiter geht's. So, weiter geht's mit den nächsten Sachen. Jetzt haben wir tatsächlich alles nur verschiedene Fanta. Wir haben 6 verschiedene Fanta-Sorten. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Und ich wette, es gibt noch weitaus viel mehr. Zudem übrigens zu den Chupa Chups Limonaden, zu dem Orangen von mir klar eine 10, Alter. Ich liebe sie, ich finde die ultra geil, ich könnte davon nur saufen. Die Traubenlimonade von Chupa Chups würde ich jetzt eine stabile 8 geben. Also es hat mich jetzt nicht so komplett umgehauen wie die Orangenlimonade, wie damals auch in dem Snackbox-Video. Aber ich muss wirklich sagen, Traubenlimonade war wirklich stabil, deswegen gibt es von mir eine stabile 8. Wie es jetzt bei den Fantas wird, weiß ich noch nicht. Also ich muss sagen, wie gesagt, es gibt halt welche, die ich zum Beispiel noch gar nicht kenne. Zum Beispiel diese Fanta Chocata, die ist halt blau, eine blaue Fanta. Interessant. Oder, nee, das ist Maracuja, die kenne ich. Limo, ja, dann haben wir hier Fruit Twist. Das sind anscheinend mit verschiedensten, Alter, das ist alles Kohlensäure, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Das sind halt die verschiedensten Früchte, logischerweise. Naranja sieht eigentlich aus wie eine ganz klassische Fanta, aber es ist irgendwie, es ist doch irgendwie angeblich was anderes. Und dann hier tatsächlich auch nochmal Kesses. Also, Kesses. Es ist jetzt, ah, hier hinten steht's drauf. Okay. Ich dachte eigentlich safe, das wäre Traube, ne? Nee, aber das ist schwarze Johannisbeere. Das kann ja interessant werden. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit diesen dreien hier an. Weil da kann man halt sich so ein bisschen was drunter vorstellen. Bei den anderen habe ich jetzt ganz ehrlich gar keine Ahnung. Das wird ein bisschen mehr überraschend sein. Deswegen schiebe ich die mal ein bisschen mehr hier rüber. Und ja, mit welchem fangen wir an? Wir nehmen das mal in der Mitte. Das ist die Fanta Lemon. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht gehabt, so Zitrone, Limette ist jetzt Sprite. Aber wie schmeckt dann eine Fanta mit Lemon, also Zitrone? Das weiß ich, kann ich mir noch nicht viel drunter auch vorstellen. Aber wir probieren es einfach mal. Ich liebe dieses Geräusch. Hat jetzt keinen wirklichen Duft. Mhm, sehr, sehr trüb. Ach du meine Güte, das kann man ja gar nichts mehr erkennen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat einen bitteren Duft auf jeden Fall. Probieren wir einfach mal. Ja, bitter. Also die ist auf jeden Fall nicht süß. Leute, die auf eine süße Fanta hoffen, sind auf jeden Fall hier bei der definitiv falsch. Sie ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie heißt das nochmal? Kennt ihr so Bitter-Lemon-Limonade aus den verschiedensten Supermärkten? So ähnlich schmeckt das hier, nur dass es nicht ganz so süß ist. Ich muss mal ganz kurz was machen, das triggert mich. Kennt ihr das? Ich habe jetzt hier oben im Rand so noch Fressflüssigkeit, ne? Das triggert mich. Jedes Mal, wenn ich aus der Dose trinke, nach jedem Schluck, immer. Und das triggert mich nämlich ansonsten. Ah, ganz schlimm. Aber, also ich muss sagen, es ist ein schönes Erfrischungsgetränk, ja. Es ist jetzt nicht ganz so bitter wie so eine Bitter Lemonade. Aber es ist jetzt nicht groß. Meins, ich bin ja eher so der süße Boy. Ha! Gay! Ich gebe ihm trotzdem eine 6 auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist lecker. Es ist jetzt nicht mein Geschmack. Geschmäcker sind ja unterschiedlich, wie man so schön weiß. Aber ich gebe ihm eine 6. Kann ich aber trotzdem auch mal empfehlen zu probieren. So, weiter geht's mit dem Fanta Fruit Twist. Steht da hinten irgendwie was drauf? Erfrischungsgetränk mit Zucker und Süßungsmitteln. Wow. Ach, hier steht tatsächlich sogar ein bisschen drauf. Orangensaft, Pfirsichsaft, Apfelsaft, Maracuja-Saft. Okay, eine interessante Mischung. Probieren wir einfach mal. Das trifft mich an. That's what she said. Also, wir haben hier jetzt auch schon wieder eine relativ trübe Farbe. Also, ein trübes Getränk. Es ist jetzt nicht wirklich
durchsichtig, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Riecht, wie gesagt, fruchtig. Fruchtig bei einem Fruit Twist. Ich bin schon wieder Legendary Eagle. Boah, der ist geil. Der hat was. Der hat wirklich was. Also, wie gesagt, logischerweise, wie Fanta Fruit Twist man vielleicht erwartet. Sehr fruchtig. Aber es ist eine geile Mischung. Also, boah, der ist gut, der ist gut. Der gibt eine stabile 8 auch. Ja, es gibt eine 8, es gibt eine 8. Definitiv. Der kleine Mann hier gibt, oder Frau, bist du er oder nur sie? Alter, was willst du? Das verrate ich dir doch nicht. Doch, eine sie. Es tut mir leid. Was? Ich hab nichts gesehen. Weiter geht's mit der nächsten Limonade. Als nächstes haben wir die Fanta Maracuja. Die ist ein bisschen mehr so in diesem exotischen Bereich, wie die anderen vielleicht auch noch. Mein Magen füllt sich auf jeden Fall schon langsam. Es sind jetzt ja auch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Dosen. 9. 8 Dosen und eine Flasche. Tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie beleidigen. Ja, die Fanta Maracuja, erklärt sich ja von selbst, was drin ist, ist die einzige Dose, die hoch ist. Die ist halt auch wie die Flasche ein bisschen außenseiterhaft, aber sie gehört trotzdem zur Familie. Oh, Alter. Ich habe ein bisschen viel Kohlensäure im Bauch. Ich bin ja ehrlich, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich das mache, dass ich gleich hier alles auf dem Tisch liegen habe. Die Farbe sieht auf jeden Fall auch schon ein bisschen exotischer aus. Ein bisschen durchsichtiger, aber auch noch trüb. Der Schaum ist wahrscheinlich gerade nur durch die Höhe gewesen. Ach man, das stimmt. Ach, gleich. Wow. Also entweder liegt es daran, dass ich gerade keine Ahnung habe, genau wie der Geschmack von der Maracuja ist. Auf jeden Fall hat er mich gerade ein bisschen geflasht. Hab ein bisschen was anderes erwartet. Das triggert mich. Wow. Aber ich würde jetzt sagen, dass es nicht ganz so meins ist. Es gibt eine 5. Es ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber von mir würde es eine 5 geben. Es ist lecker. Es ist halt was anderes. Man würde halt jetzt nicht denken, ich trinke gerade eine Fanta. Die hat auch ein bisschen mehr, die ist ein bisschen bitter. Die ist nicht ganz so süß. Was ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde. Aber wie gesagt, es gibt eine 5. Da gab es wohl gerade ein paar technische Probleme. Auf jeden Fall, wir waren gerade bei der Fanta Naranja dran gewesen. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen könnte. Wenn ja, habt ihr Glück gehabt. Ich bin verwirrt. Es schmeckt wie die normale Fanta, aber es schmeckt auch nicht wie die normale Fanta. Also, ja, es klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Die Naranja, die schmeckt halt wirklich, es hat eine Orangenlimonade, definitiv, schmeckt auch so. Aber die ist nicht so extrem süß wie die Fanta aus Deutschland, die wir kennen. Die hat halt ein bisschen mehr Orangengeschmack. Die ist aber lecker. Viel erfrischender auf jeden Fall. Also auch definitiv, ja, eine 7. Eine 7 von 10. Wie gesagt, obwohl, eine 8. Gehen wir auf 8. Fanta Naranja schmeckt, wie gesagt, an sich wie eine Orangenlimonade halt, wie man Fanta halt kennt, aber halt orangiger. Orangiger? Ja, doch, müsste das sein. Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Und somit kommen wir auch schon zum letzten Fanta. Ja, wir kommen zur letzten Fanta, wo ich am meisten Respekt vor habe, und zwar die Fanta Shukata. Die einzige Flasche hier unter uns. Jetzt die Frage, ist die Flasche jetzt blau? Ja, die Flasche ist blau. Welche Farbe hast du? Es ist einfach weiß. Die Flasche. Wow, was für ein Bait. Das Getränk ist weiß, nur die Flasche ist blau. Ich dachte, es wäre. Was kannst du eigentlich? Ich dachte, dass du. Das Getränk wäre weiß. Zum Glück, dass es wenigstens eine Flasche ist, das kann ich wenigstens nochmal zumachen. Versuchen wir gerade mal was herauszufinden. What? What the f... Was ist das? Ich muss das jetzt probieren. Was bist du?
Was ist das? LOL. Ah, oha, krass. Jetzt verstehe ich den Geschmack dabei. Fanta Schokata ist ein Erfrischungsgetränk mit Zucker und Süßungsmittel mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack. Voll heftig. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Jetzt erklärt mir das auch ein bisschen so die Farbe wegen Zitrone und Holunderblüte, aber... Ah, die Holunderblüte ist meiner Meinung nach nicht so geil eingesetzt. Ich hatte mal in einem Asia-Restaurant Holunderblüten-Eis. Ja gut, Holunderblüten-Eis ist was anderes. Es ist auf jeden Fall mal wirklich sehr interessant. Vor allem ein super Erfrischungsgetränk. Dementsprechend gebe ich ihm auch eine 7. Eine 7 tatsächlich. Es hat mich total vom Geschmack her geflasht. Konnte mir halt nicht wirklich viel drunter vorstellen, was unter Fanta Schokata sein soll. Fand ich jedenfalls ganz geil. Aber jetzt auch nicht so, dass es mich komplett weghaut, dass ich halt absolutes lieben würde und andauernd saufen würde, wie bei den Chupa Chups Orangen. Aber kann ich jedem mal, der es sieht, empfehlen zu probieren. Ist eine interessante Limonade und sehr erfrischend. Und das war es jetzt mit den Fantasonnen und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten. So, da haben wir jetzt schon die letzte Limonade von Crepe Soda. Ich fand die Dose, die sieht ganz cool aus. Das scheint aber tatsächlich eine deutsche Marke zu sein. Traub dich was. Vermuten wir, das ist ebenfalls eine Traubenlimonade. Somit können wir den direkten Vergleich mit Chupa Chups Limonade Traube in Verbindung bringen. Bah. Was ist das für eine Farbe, Alter? Also im ersten Moment sah das so grau aus wie mein Spülwasser, ey. Lol. Aber jetzt ist es mehr lila. Aha. Ui. Uiuiuiui. Nee, also der klare Sieger von den Traumlimonaden ist Chupa Chups. Nee, die ist viel zu intensiv. Und vor allem künstlich intensiv. Nee, da gibt's nur eine 3. Ja, das war natürlich jetzt ein trauriger Abschluss. Mein Sieger, klar, logischerweise die Chupa Chups Orangenlimonade, mein All-Time-Favorite. Aber auch alle anderen waren an sich in ihrem eigenen Stil wirklich lecker und gut. Kann nur empfehlen, falls ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, verschiedene Fanta-Sorten zu probieren. Oder gemein so Erfrischungsgetränke, die ihr selber noch nicht kennt. Probiert sie, sind sehr interessant. Und mit diesen Worten und diesem Schwenk des schönen Glases, wo ich jetzt natürlich hier vor auf den Tisch getropft habe, würde ich sagen, ich bin absolut durch, ich bin absolut abgefüllt und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Lasst doch gerne mal Kommentare unten da, wie es ihr fandet oder was ihr euch zum Beispiel noch für Videos wünscht oder falls ihr auch mal Lust habt auf ein Q&A, schreibt mir auch gerne Fragen unter die Kommentare, traut euch einfach mal, wäre cool, wie mehr Kommentare ich da hätte, wäre halt cooler, vor allem auch bei Fragen, weil dann lohnt sich halt erst das Video zu machen. Und lasst gerne auch ein Like da, aktiviert die Glocke, abonnieren nicht vergessen und all dies blibli blub. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.